Azuse, hier oben der Große im Bild, der Erfinder des Computers, hat vor, ja, wie viele Jahren sind es? 80 Jahre ungefähr, den ersten mechanischen Computer gebaut. Also nicht nur so Tischrechnerchen, die gab es ja schon, sondern ein Computer, also ein Apparat, der Informationen verarbeiten kann, Sprache, Zahlen, alles, was man sich so wünschen kann. Dazu hat er die Digitaltechnik hier eingeführt und die Digitaltechnik bearbeitet mit den Operationen, mit den boolschen Operationen und oder daraus die Addition und die Subtraktion konstruiert. Und er hat dazu eine Sprache erfunden, ein Programm, Mir-Sprache erfunden, wo man jetzt diese Mengen von digitalen Einheiten gesteuert in bestimmte Zwischenspeicher bringen kann, herausholen kann, ausschneiden, ergänzen, addieren, zusammenfügen. Und dadurch war es ihm möglich, komplexe Programme zu lösen. Um die Maschine sehr universell zu machen für die wissenschaftliche Rechnerei. Er war beschäftigt bei Henschel, bei der Berechnung von, er war eigentlich, kam aus dem Bauwesen, Statik, ewige Rechnerei. Die bei uns an der Hochschule früher durchgefallen sind in Mathematik, waren immer die Statiker, weil die müssen ja sowas konstruieren, das auch hält. Ne? Nicht einmal so probieren. Bei uns, wenn hier die Bits mal nicht so hinhauen, dann macht man sie eben anders. Ne? Aber das geht ja bei einer Brücke nicht oder beim Haus. Und deshalb, da hat er also mit der Rechnerei und der Qual des Rechnens zu tun gehabt. Dann in der Vermesserei, wenn man bauen will, muss man ja auch die Punkte genau ausmessen. Da gibt es diese Formeln, dass man, weil man ja nie messen kann, die Ungenauigkeiten ausgleicht. Man misst also einen bestimmten Punkt dreimal ein mit Dreiecksberechnungen und dann rechnet man aus, welches ist der wahrscheinlichste Punkt, den nehme ich theoretisch dann als den Punkt an. Und solche Aufgaben schwebten ihm vor. Und als er dann bei Henschel war, da musste er dann so Tragflügelprofile, die Umströmung und die Kräfte und die Schwingungen und was alles da so für technische Probleme sind, musste er berechnen, was hatte man dazu? Entweder viele Tischrechner, die nicht richtig funktionierten oder immer wieder kaputt waren und man brauchte viele Leute zum Bedienen. Oder man hatte dazu den Rechenschieber. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen noch mit dem Rechenschieber gearbeitet hat. Sehen Sie. Und dieser Rechenschieber war jetzt Beispiel für das, was er gemacht hat. Er hat also das Gleitkomma eingeführt. Gleitkomma heißt, ich habe einen Zahlenstamm, der einen gewissen Wert darstellt, sogenannte Mantisse, und er hat einen Exponenten. Wenn ich in meinem Rechenschieber schiebe, muss ich nebenher ja immer rechnen, wo ist das Komma nachher. Ja? Und ich schiebe und jedes Mal, wenn ich einmal durchgeschoben habe und komme in die nächste Dekade, muss ich mir einen Strich machen, dass ich schon wieder verrutscht bin da in meiner Größenskala. Und all diese Aufgaben hatte er gelöst mit seinen ersten Maschinen rein mechanisch. C3, da gibt es also in Berlin im Museum und in verschiedenen anderen so kleine Prototypen. Und dann später hat er das mit Relais und Drehwählern gemacht. Drehwähler ist das, was die Post früher hatte. Wenn ich gewählt habe, macht er das auf der Scheibe, dann macht er das tak, 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 wenn die wieder zurücklief, die Scheibe. Und jeder Tak hat so einen Kontaktarm weitergeschaltet. Und hier waren ganze Kontaktsätze. Und da stand dann meinetwegen verdrahtet, der und der Speicher soll mit dem und dem irgendwas machen. Und der soll multiplizieren, addieren, dividieren, was weiß ich. Und diese Verdrahtung war also das Programm. Und dann hatte man dafür Programme für die Optiker, für die Vermessungstechniker, für die Statiker und so weiter. Das, den Set, was die so üblich hatten und was man mehr wollte, ad hoc. Dafür hat man dann kleine Lochstreifen gemacht. Es gab dann die Fernschreibmaschinen.
Da konnte man mit 7 Zeichen pro Sekunde Daten übertragen und schreiben. Und diese Codes waren 5-Bit-Code, wurden dann auf Lochstreifen gelocht. So schmale Streifen, so einen Zoll breit, halben Zoll breit, waren die Löcher drauf. Und die wurden dann beim Durchlaufen mit so einem Motor immer vorgeschoben und mit Fühlerchen abgetastet. Und mit diesen Instrumenten hat man erstmal sich beholfen. Und bei der Ausgabe hat man natürlich auch die Daten, die man jetzt ausgerechnet hat, auf diesen Fernschreiber gegeben, in diesem 5-Bit-Code. Und dann klapperte der dann mit 7 Zeichen pro Sekunde. Später war das noch mehr. Das Team, auf das ich gestoßen bin, das sind hier diese Mathematiker, Herr Suppes, Herr Schmidt, Herr Kanzora, Herr Fromme, dann hier von Berlin kam noch einer von, hier war es der Dr. Zuse. Diese Leute hatten auf den Drehwählermaschinen Z11, hieß der, Zuse 11, da sind auch 50 oder noch mehr von gebaut worden. Das Geld, was damit verdient wurde, das durfte ich verbraten für die Entwicklung, was dann übrig war, ne? Für die Entwicklung von einem Röhrenrechner. Vorgeschichte war so, anno 52, als ich anfing zu studieren, war ein kleines Kolloquium in Aachen an der TH und an dieser TH wurde vom Lehrstuhl Mathematik aus Engländer, Franzosen, Amerikaner, Leute vom Max-Planck-Institut und von Darmstadt und München, die selber versuchten, so ein Rechnerchen zu bauen, die waren dort Vortragende, Hörer und auch einer der eine deutsche Firma, die haben über Analogrechner, sowas gab es auch noch, da wurde mechanische Mittel, Längenmaße, Scheibchen, Getriebe, eingestellbare Getriebe wurden als Multiplikator genommen, solche Dinge, darüber wurde vorgetragen. Und die überlegten sich noch, die Herren von den Hochschulen, die mal Rechner kaufen wollten, wenn es denn welche gab, ob sie nicht dann lieber sowas machen, weil das ja so anschaulich ist für die lieben Studenten, wenn sie sehen, wie ihre Funktion dann da so langsam da so entsteht in den Zeichnungen, ne? Und mit Abtaster etc. So, jetzt kam dann aber diese, haben wir den Herrn? Ja, hier ist er noch. Der hat gesagt, das geht nicht, der hatte auf der Z4, das war also auch im Vorläufer noch von der Z11 gearbeitet. Die Maschine war im Krieg versteckt worden, im Allgäu. Der Dr. Zuse war von Berlin, da hat er das aufgebaut, nach Göttingen, von Göttingen. MPI, die Max-Planck-Institute, die hätten ihm geholfen und gesagt, hier, da ist ein Bergwerk, guck dir das an, da sind die Sklaven am Arbeiten, die Russen und Polen und so weiter, die könnt ihr das bauen. Ja? Da hat er so einen Horror gekriegt, er hat wochenlang nicht schlafen können und hat dann aber Benzingutscheine gekriegt, um mit seinem Prototypen dann abzuhauen nach Süddeutschland und ist dann im Allgäu untergekrochen, hat das in Heuschober hinter Stroh und Heu versteckt, weil die Amis dann schon kamen und denen wollte man das natürlich auch nicht gerade in die Hände fallen lassen. Und die Maschine ist dann aufgefrischt worden in einem Institut am Rhein, Schweiz, Frankreich, Deutschland, 3-Ländereck, da hat man die Maschine aufgebaut und dieser Mann hier, ein Herr Fromme, ein ganz cleverer Bursch, eigentlich von Hause aus Optiker, der kannte sich dann in den ganzen optischen Berechnungen aus, Linsensysteme. Wenn Sie so ein Schneider-Xenar verbessern wollten, um eine kleine Stufe oder anpassen wollten inzwischen auf Farbfotografie, die Farbfehler rausrechnen, da haben 50 Frauen ein Jahr lang dran gerechnet, an einer kleinen Verbesserung. Ja? Und solche Dinge, die kannte er. Und er hat dann einen sogenannten Freiburger Kreis gegründet. Das waren Leute aus der Freiburger Universität und aus Schweiz und Frankreich und so weiter und haben gedacht, wie kann denn mal sowas aussehen, so ein Rechner, den man auch bezahlen kann. Es gab Rechner in Amerika mit 10.000 Röhren. Es gab in England gab es diese Codeknacker. Ich meine, wurde ja heute auch viel drüber gesprochen. Bekannt, nicht? Die in Bletchley Park, die dann da die deutschen Codes geknackt haben, von den Funksprechen auf den Schiffen und U-Booten und so weiter. Und dann gab es natürlich noch ein paar andere Rechner, die
sagen wir mal, Anhängsel an Lochkartenmaschinen waren. Lochkartenmaschinen dienten zum Sortieren und zum, ja, hauptsächlich zum Sortieren in den, von Daten. In Amerika, der erste große Lochkarteneinsatz kam ja dann zu einer großen Wahl. Da hat man die ganzen Wahlunterlagen gemacht und hinterher hat man die dann auch dann mit schnellen Druckern verbunden, damit man die Steuerbescheide schnell rausschicken konnte. Ja? Aber sonst ein bisschen gerechnet. Nur das, was alles da gemacht wurde mit den Röhren, das war so horrormäßig, da ging so eine Maschine, wenn die Glück hatten, ging die mal 10% der Zeit, 90% der Zeit war sie kaputt, wurde repariert. Und diese Story haben die Leute erzählt da. Die sagten also von wegen den Computergehirn, könnt ihr euch abschminken, ja, das Zeug taucht sowieso nicht. Und dann kam der Dr. Zuse und erzählte von seinem Relais-Rechner. Und noch ein Deutscher, zwar aus der Ostzone, aus Dresden, ein Professor Lehmann, der erzählte, sie haben auch einen Relais-Rechner gebaut, aber mit schnellen Relais. Normales Relais braucht 10 Millisekunden zum Anziehen, also 10 mal in einer Sekunde kann das mal einen Takt machen oder vielleicht 20 mal mehr, weil das ja zieht an, muss sich erholen und abfallen und so weiter. Also das geht alles nicht so schnell. Und die hatten sogenannte polarisierte Relais, das war immer ein kleiner Magnet schon drin, dass man nur noch so einen kleinen Tucken brauchte. Konnte man in 2 Millisekunden schalten lassen. Aber er erzählte auch, das ist alles teuer erkauft, denn wenn die Speicher mal eine Zeit lang so eine Zahl da drin steht, dann saugen die sich so fest, bis die dann wieder auseinandergehen. Ja? Da kann es schon zu spät sein, dann habe ich ja schon wieder was Neues eigentlich vor damit. Ne? Also das hat mich also doch sehr erschüttert. Da habe ich gedacht, also so nicht. Also eigentlich müsstest du denen das mal zeigen, wie man richtig so einen Rechner baut. Und ja, und das kam dazu, dass ich damals kam, als ich Abi hatte in 49, da kamen dann erst die Spätheimkehrer als erstes dran. Oder die als Flakhelfer da die Flugzeuge darunter geholt haben. Die Leute, die kamen als erstes ans Studium, war viele Hochschulen kaputt, also Platz knapp. In ganz Nordrhein-Westfalen gab es eine einzige technische Hochschule. Ja. In ganz Niedersachsen eine, in Bayern eine und so weiter. Also hier war dann Stuttgart und Karlsruhe war dann noch, die waren aber noch nicht zusammen, nicht? Hatte jeder noch eine. Darmstadt in Hessen. Also es war ganz schlecht, sah das da aus. Und deshalb habe ich dann Glück gehabt, ich konnte eine Rundfunkmechanikerlehre machen. Hatte da auch wieder Glück, hätte als Abiturient 2 Jahre gebraucht. Und nach einem Jahr war zufällig der Schrei, macht Lehrstellen frei, wer sich traut, der kann schon mal die Prüfung machen. Ne? Das war aber gedacht für die Dreijährigen, die dann hätten nach 2 Jahren. Und ich gehe zum Meister, ich sage, Meister, ich will ein Jahr früher meine Gesellenprüfung machen. Und das hat dann gleich geklappt. Ne? Da hatte ich dann nach einem Jahr meine Gesellenprüfung, kam dann hier in den Westen rüber. Mein Vater war dann inzwischen auch aus der Gefangenschaft und überall zurück und war dann hier wieder in Lohn und Brot und hat mir dann eine Stelle im Freileitungsbau beschafft. Aber jedenfalls die Zeit als Rundfunkmechaniker habe ich dann gelernt. Hatte ich dann Glück, ich hatte mit Wehrmachtsröhren, mit alten deutschen Röhren, mit neuen deutschen Röhren aus dem Osten, mit Weströhren, mit amerikanischen Röhren, mit allen möglichen zu tun. Also ich kannte die Knecken von diesen ganzen Schaltungen, die Alterungs- und Spontanausfälle. Und das, sagte ich, das Wissen hier, das muss ich eigentlich einsetzen. Habe dann während des Studiums immer keine Elektrotechnik studiert, sondern Physik und habe dann aber immer diese IT&T, IEEE und so weiter, die Dinge alle gelesen und habe mich da schlau gemacht. Und ich hatte Glück und Pech, wie man so will. Ich wollte meine Diplomprüfung beim letzten Professor noch machen. Kommt dahin, der Assi sagt, tut mir ja leid, ich konnte sie ja nicht erreichen. Damals hatte ja kein Mensch ein Telefon. Ne? Professor ist gestern Abend gestorben. Gut, dass ich da nicht schon, hatte bei dem eine Promotionsstelle schon fest in Aussicht, nicht? Dass ich da nicht schon angefangen hatte. Die Zeit wäre natürlich ziemlich schlecht angebracht gewesen.
Jedenfalls habe ich mich da umorientiert und komme am Mathe-Lehrstuhl vorbei von dem Professor, der diese ganze Versammlung da organisiert hatte. Ich sagte, da steht bei Ihnen am schwarzen Brett zu, Sie sucht jemanden. Ich sage aber, der mit seinen Relais, ist das denn was überhaupt? Ne? Das kann doch eigentlich nichts sein für einen Physiker. Ne? Sagt er, das ist ja nicht so. Der sucht ja einen, der ihm einen Röhrenrechner baut. Gott sei Dank, das ist natürlich das, was ich will. Ne? Das wollte ich ja immer schon, seit Jahren schon. Also so ein Glück, das gibt es überhaupt nicht. Ne? Und dann bin ich dahin marschiert und siehe da, der Zuse hat mich sofort eingestellt. Und dann haben sie die Leute aus den verschiedenen Hochschulen zusammengetrommelt, aus Berlin, das war nochmal der Berliner, der war auch aus Berlin, der war aus Freiburg, aus Aachen, da oben nochmal aus Aachen, da sind wir da am Diskutieren, wie soll denn der Rechner wohl aussehen? Ist ja immer wichtig, nicht, dass man das erstmal festlegt. Dann kamen wir weiter. Dann wurde also einiges geplant und noch geplant. Und dann haben wir erstmal, ich gebe mal erstmal so ein erstes Blockschaltbild. Das Urblockschaltbild war noch viel primitiver als das hier. Das kann man jetzt, ja, kann man lesen, ist nicht auf dem Kopf. Ne? Wir haben Register mit ganz vielen Flipflops. Also elektronischen Einheiten mit jeweils einer doppelten Röhre, wo man ein Bit speichern kann. Und dieses Register war so 40 Röhren lang. Noch ein Register und noch eins. Die drei, sagte man, die braucht man ja doch wohl. Und zwar, das ist das Register, was alles steuert. Die hier ist ein Register, wo Informationen, hier ist der Trommelspeicher, der Kernspeicher, hier, wo man die Daten da reinschleusen kann. Und man muss natürlich nicht nur Daten, sondern man muss auch Befehle holen können. Die gingen hier oben in dieses Register rein. Ich hole einen Befehl, das läuft dann hier rein. Wenn hier ist, wird es abübernommen und dann wirkt das. Und jedes Mal wird ja der nächste Befehl geholt, die plus 1 Addierwerk, dann geht es hier wieder, hier wieder, hier wieder. Und so wechselt es sich ab, ein Hole-Befehl und ein Arbeitsbefehl, addieren, subtrahieren und so weiter, transportieren. Und das Rote ist eine spätere Entwicklung noch. Die roten Leitungen können Sie erstmal sich wegdenken. Also ganz, ganz simpel. Und das Apparat hier unten ist natürlich nur Rechenwerk, ein schwarzer Kasten gezeichnet. Das Rechenwerk bestand praktisch aus zwei so langen Registern. Akkumulator genannt, Akku und verlängerten Akku. Und natürlich weitere Schnellspeicher sind hier noch drin. Und dieser Akku und verlängerte Akku, den habe ich gleich in den Kernspeicher reingelegt, weil sich ja da nichts bewegt. Ich tue ja nur beim Durchlaufen eine Änderung machen, addieren, ich lasse zwei Datenströme zusammenlaufen. Das Ergebnis wird einfach nur wieder abgelegt. Ich hole Stelle für Stelle raus und lege Stelle für Stelle wieder rein. Dadurch habe ich dann hier unheimlich viele Röhren eingespart. Ja? Und der Kernspeicher, die Takte einen nach dem anderen, das war zentral für alle. Und hier dann der eigentliche große Speicher, groß für damalige Verhältnisse, 8000 Worte zu 38 Bit oder 40 Bit. Diese Trommelworte konnten natürlich, das war das eben der Fortschritt gegenüber dem Relaisrechner aus, der hat Befehlswörter aufgenommen mit Adressen, zwei Adressen dran, eine Adresse für Kernspeicher, eine Adresse für Trommelspeicher oder eben Sprungbefehle oder eben arithmetische Befehle enthalten. Oder die Zahlen, Gleitkommazahlen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Die Anordnung dieser Zahlen auf der Trommel war anfangs so, dass wir hier die Adressen 0, 1, 2 versetzt hatten gegen die höhere Zahlen. Und dadurch konnte immer, weil ich ja einen Befehl hole, einen Befehl ausführe, kam ich immer gerade
bei der Trommel auf eine Stellung, wo gerade ein Befehl, gerade eine Zahl oder ein Befehl, der nächste Befehl dann stand. Das kostete natürlich einen Faktor 2 Zeit. Und dieses Faktor 2 Zeitverlust, den habe ich dann mit diesen roten Wegen eingespart, etwas später. Da konnte dieses Erhöhen hier oben allein laufen und Schlag auf Schlag Befehl kommen und Schlag auf Schlag konnte dann eine Operation ausgeführt werden. Dann hat man wieder also schon mal Faktor 2 für fast nichts gekriegt. Aber der Witz war dann auch, wie groß mache ich nun diesen Speicher, diesen Trommelspeicher? Und ursprünglich waren 4000 Worte im Gespräch. Man hatte dann schon geschätzt für die internen Programme, die wir brauchen, um überhaupt diese Gleitkomma-Operation, da kommen wir nachher noch drauf, ausführen zu können, brauche ich schon mal 1000 von diesen Wörtern da, von diesem Befehl. Und wenn ich ein bisschen Betriebssystem machen will und ein bisschen das, was früher auch bei den Relais-Rechnern geboten wird, Spezialprogramme oder Matrizenoperationen, schrittweise Integration und so weiter, also die Grundroutinen, die man so braucht, wenn ich die nochmal reintue und ein Leseprogramm, ich muss ja dann transformieren, da kommt ja der Befehl, der Lochstreifencode da, ABC und Zahlen, ganz idiotische Codes kommen da rein, die muss ja alle transformieren und erstmal dort umwandeln, diese Umwandlungsprogramme und wieder rauswärts, genauso die Umwandlungsprogramme, das Rückübersetzen, das muss alles da rein und das kostet nochmal, Größenordnung nochmal 1000. Dann habe ich nur noch 2000. Und was will ich da groß mitmachen? Wenn ich jetzt eine 100er Matrize rechnen will, ja, dann komme ich da nicht weit. Ich brauche dann immer ein Feld und noch ein Feld, Ergebnis und den zweiten Operator. Und um das alles unterzubringen, habe ich gleich gesagt, also unter 8000 Wörter mache ich nichts. Ne? Das muss die Maschine kriegen. Aber dadurch, dass wir nicht, ja, im einen Fall hätten wir 128 Spuren gehabt. 128 Spuren heißt 128 Schreibverstärker, 128 Leseverstärker. Also man könnte sagen, so 128 mal 5 Röhren würde normalerweise da verschwendet werden. Ich sage, das mache ich nicht. Ich mache das anders und zeige Ihnen hier, wie ich das gemacht habe. Wir mussten diese winzigen Signale von den ganz kleinen Köpfchen, Lese-Schreibköpfchen, meine, heute sind die ja nun nicht mehr zu sehen, so klein sind die, nicht? Aber damals hat man so 4 mm große Köpfe. Wie breit waren die? 100 Zehntel Millimeter oder was? 50, ein Zwanzigstel Millimeter Spaltbreite. Diese kleinen Köpfchen bringen natürlich nicht viel Signal, ganz kleine Pegel. Und mehr als 10 Windungen kann man da auch nicht draufbringen. Und dann muss ich Röhren, brauchten mindestens mal ein Volt, sonst sagten die gar nichts. Ne? Muss man also was tun. Und dann habe ich da Transformatoren, Ringtransformatoren für Ritte, die gehen nicht kaputt, ja, wenn sie richtig gemacht sind. Und habe das dann erstmal 20-fach hoch transformiert. Dann aber gleich immer, Sie sehen da so Pärchen, nach rechts und hier vorne ist der Kopf angeschlossen, hier als symbolisch gezeigt. Dann habe ich nach oben und unten symmetrisch 2 Wicklungen. Und diese Wicklungen mit Dioden angeschlossen an so eine Busleitung. Und hier liegen jetzt halbe Röhren, immer praktisch. Die Röhre gibt hier Strom, leitet hier Strom über die Dioden von hier aus rüber. Und der nur, wo hier und wo hier die Röhre an ist, das Ding ist aktiviert. Ja? Von 256 einer arbeitet mit je den 2 halben Röhren und 256 ist 16 mal 16, das heißt, ich habe hier 16 halbe Röhren, hier 16 halbe Röhren und damit habe ich jeweils ein Signal auf meiner Hauptleitung und da kann ich natürlich mir einen Luxus-Leseverstärker und Schreibverstärker, das ist wieder auch nur ein einziges Rohr mit einem Doppelsystem, kann ich mir hier leisten. Hier ist der kleine Leseverstärker, der hat allerdings dann wirklich 6 Röhren gehabt, das konnte ich mir ja leisten für 256 Spuren. Ja. War also eine ganz raffinierte Geschichte. Und
so ähnlich bin ich dann auch bei dem Kernspeicher vorgegangen. Habe mir das auch überlegt, was kannst du da tun, möglichst wenig rühren. Hab dann, wie gesagt, schon mal den Akkumulator, verlängerten Akkumulator in den Kernspeicher gelegt, einen Rückkehradressspeicher und verschiedene andere Speicher, die gleichzeitig unter Umständen arbeiteten. Ja? Und deshalb habe ich hier ganz viele, das sind die einzelnen Kernspeicherregister und hier ist eine Taktkette. Da vorne sitzen vier Röhren, vier dicke Röhren, allerdings so Lautsprecherröhren, durch die Endstufen oder die Zeilenablenk von dem Fernseher, so richtige kräftige Röhren, die allerdings keine ewige Lebensdauer haben. Und die bringen hier kommt ein Impuls in so einen Ferritring, der schickt den Impuls nach dort, wenn der gekippt wird, geht's dahin, wenn der gekippt, geht's dahin. Und so wandert hier ein Impuls immer hin und her und jedes Mal reintun das Bit, raustun das Bit, gibt es hier einen Strom in der Richtung oder in der Richtung. Und diese Ferritringe, die kleinen hier, die waren damals 2 mm, was kleineres gab es noch nicht, die kriegt man aus Amerika und hatten eine rechteckige Charakteristik. Das heißt, wenn hier und da Strom kommt, dann schaltet er und sonst nicht. Ja? Und das heißt, ich konnte also hier steuern an diesen Leitungen, was hier in dem Einzelnen, hier kam nur immer tak, 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 einer nach dem anderen, Zeile für Zeile wurde ausgelesen. Und das machte die Sache natürlich auch sehr sparsam. Und dann haben wir da bis erst anfangs 16 Speicher, nachher 32 Speicher damit so betrieben in den ersten, in den ersten Jahren. Hier ist noch ein besonderer Trick gezeigt, also hier habe ich nochmal so eine Doppelkette gezeichnet. Die Doppelketten brauchte ich für die beiden Registern, in denen gerechnet wurde, in denen auch geschoben wurde. Schieben heißt ja mal 2, mal 4 oder durch 2. Das heißt, ich konnte ja nicht die ganze Information hin und her bewegen. Ich habe ja gerade gesagt, die ist statisch in diesen kleinen Ringen drin. Und damit ich da aber Zeit habe zum Rechnen, habe ich hier versetzt gelesen und geschrieben, dafür sind hier immer 2 Leitungen. Ich lese den und schreibe da und lese den und schreibe da und so weiter. Immer versetzt durch geschicktes Verschachteln der Abfrageimpulse, ja, so, indem diese Impulse hier mit den anderen eben gerade immer komplementär, man sieht, das ist, sind hier unten sind so die Umwege wieder zurückgezeichnet. Das ist dann in den Patentschriften alles genau erklärt, so gemacht, dass früher abgelesen wird, als geschrieben wird. Dann habe ich 2 Takte Zeit und kann dazwischen die Operation ausführen. Ja? Das hat natürlich auch, war natürlich auch ein guter Trick, um mit den Kernspeichern noch mehr zu machen, als ursprünglich gedacht. Und jetzt kommt das Nächste. Wir hatten 1000 Kerne gekauft. Das Stück kostete damals 1 Mark. 1 Mark war damals der Stundenlohn. Ja, ja, so muss man das sehen, nicht? Und nachdem wir dann also die 2. oder die 3. 1000 haben wollten, sagten die Amis, es gibt nichts mehr. Ja, diese blöden Deutschen da, die sollen wir selber sehen, wie sie zurechtkommen. Ne? Da war nun Philips schon so nett und hat dann auch ein Ferrit gemacht, aber eine andere Mixtur. Ferrite sind also bestimmte keramische Strukturen, Kristallstrukturen von 2 Stoffen. Nicht? Und man kann also mit Zink und mit Mangan und mit verschiedenen Metallen kann man solche Ferrite erzeugen. Die Philips-Ferrite konnten sie machen, weil die anderen das Patent auf diesen Zink-Magnesium-Ferriten hatten. Die waren also nicht ganz so schön rechteckig, sehr temperaturabhängig und so weiter, hatten also solche Knecken, dass der Speicher, den wir damit gebaut haben, also nicht befriedigend war. Dann musste ich natürlich meine grauen Zellen wieder einsetzen und habe dann eine 1:3-Wahl kreiert. Das heißt, jedes Mal, wenn von dieser Seite der Takt kam, dann wurde er
halbiert wieder zurück, über alle zurückgeschickt. Also das ganze Feld wurde um ein Drittel abgesenkt und mit zwei Drittel angesprochen. Das heißt, plus ein Drittel war dann die Wahl von der ausgewählten Linie. Alles andere war minus ein Drittel. Und wenn ich jetzt hier der anderen Leitung noch mit zwei Drittel kam, dann hatte ich auf dem ausgewählten Drittel plus zwei Drittel ist eins. Und bei den anderen minus ein Drittel war ja das Feld plus zwei Drittel ist auch nur ein Drittel. Und so hatte ich einen enormen Vorteil in den Toleranzen. Das Toleranzfeld können wir hier sehen, wie das jetzt erweitert ist. Das soll hier so eine Rechteckhysterese sein. Ach so, habe ich das auf dem Kopf hier. Sorry. Hier unten ist die 0 eingeschrieben, da oben ist die 1 eingeschrieben. Wenn ich also jetzt hier mit der Erregung gehe, dann läuft die Magnetisierung. Hier klappt es um, hier bleibt sie stehen. Wenn ich andersrum mache, fährt sie hier unten zurück. Und das, wenn ich jetzt hier nur arbeite, dann tut sich praktisch so gut wie nichts, ne? Dann laufe ich hier unten oder oben hin und her, je nachdem, wenn 0 eingespeichert ist, hier oder da. Aber es fällt nicht das Ganze zusammen. Sonst, wenn das zu stark zwischendurch angeregt wird, dann gibt es hier so kleine Demagnetisierungen und dann läuft es immer weiter. Und irgendwann ist es in der Mitte. Und wenn ich dann was rauslesen will, dann ist dann nichts Richtiges da, nichts, wo ich mich drauf verlassen kann. Also somit haben wir die Amerikaner dann auch ausgetrickst. Und dann will ich mal kurz zeigen, naja, vielleicht das einfach nur mal so zwischendurch, die nächste Weiterentwicklung nachher mit Transistoren. Der Schaltplan sah dann so aus. Ja, ein bisschen wüst. Ne? Das ist also auch da diese Register, die ganzen Entschlüsseler. Hier unten geht es zum Trommelspeicher, zum Kernspeicher und so weiter. Also das ist schon... Also so rum kommt es hier. Ja, so rum, ja. Hier hinten sind die Rückkehradressspeicher, wo der dann, und da habe ich dann gleich zwei 1-Addierer drin. Ach, da zeige ich lieber das Blockschaltbild. Mal sehen, ob ich das gleich hier finde. Ja, hier ist es ja schon. So, mal gucken, ja. Sehen Sie, jetzt sieht das auch so ähnlich aus, aber ich habe hier plus eins und hier plus eins. Und hier, das ist die nächste Maschine dann, die hat einen großen Parallelkernspeicher. Damals gab es dann schon ordentliche Blöcke zu kaufen, die und ordentliche Antriebsmittel. Und ich konnte dann, 512 Worte haben wir da genommen, und ich konnte blockweise von der Trommel in Kernspeicher und hinterher abarbeiten, Kernspeicher, Programme, Trommelspeicher, Daten oder umgekehrt. Und dadurch konnte man natürlich die Maschine nochmal wieder einen Schwung schneller machen. Nicht? Und ich konnte neue Tricks machen mit den Zählern. Ich konnte dann abzählen, wenn ich meinetwegen eine Matrix mache, muss ich ja Zeilen, Spalten, 1, 1, immer hintereinander weg. Und da konnte ich in zwei Kernspeicher meinetwegen abzählen, vielleicht noch größere Schleifen zählen und hatte automatisch einen Merker, wenn ich in dem Kernspeicher, der hier angegeben war, auf 0 kam, war ein Merker. Ich konnte beim nächsten Befehl, egal ob Sprung oder Datenbefehl, konnte ich sagen, wenn das 0 ist, dann spring weg, mach was anderes oder mach gar nichts. Ja? Das hat natürlich wieder gewaltigen Fortschritt gebracht. Ich musste nicht alles erst in den Akku holen, im Akku bewerten und dann darauf reagieren, sondern ich konnte sozusagen parallel die ganzen Operationen in den verschiedenen Speichern parallel laufen lassen. Das war natürlich schön, dass diese Sachen dann alle in den zweiten 1000 Befehlen schön untergebracht waren. Das musste sich nicht jeder mit auseinandersetzen. Die ganze Maschine wurde dann später, gab es einen Nachfolger, der hieß Z25, nochmal wieder falsch rum. Das war jetzt nun mit einer Adresse, Operation, Adresse, und da musste man so Dinge hintereinander machen, aber der viel kleiner und viel schneller, die Maschine, das war natürlich für eine andere Klasse, war für Prozessrechnerei gedacht und nicht für diese wissenschaftliche Geschichte. Jetzt haben wir
noch mal kurz, wie diese Zahlen dann so ausgesehen haben. Das ist diese Gleitkommazahl. Exponent, Mantisse. Hier haben wir also eine ganze Menge Stellen für spendiert, um möglichst 27 Stellen. Das sind also 10 Dualstellen sind 1000, 24, 20 Dualstellen sind 1 Million so und so viel, 27 sind also 8 Stellen Genauigkeit, konnte man hier mit rechnen, praktisch. Und dann Exponenten plus minus 256 und plus minus diese Mantisse hier. Und die Mantisse war einfach so eingestellt, die 0 vorm Komma war nicht da, sondern hinterm Komma ging es los. Die erste Stelle war immer eine 1 praktisch bei jeder Zahl. Außer zwischendurch, wenn noch gerechnet wurde, nicht? Und wenn jetzt Überlauf kam, bei zwei Zahlen, die hier zusammen addiert wurden mit gleichem Exponenten, dann lief das da rein und dann konnte man das korrigieren, musste ein und zurück der Exponent wieder runtergesetzt werden. Und hier unten habe ich nochmal, wie das Befehlswort aussah, Trommelspeicheradresse, Kernspeicheradresse, Typbefehl heißt holen, also Sprungbefehl oder ein arithmetischer Befehl. Und dann haben wir hier logische Operationen, Schiebeoperationen. Und das Wichtigste war die Konditionen. Das heißt, wie sehen die ersten beiden Stellen vom Akkumulator aus? Ist da ein Überlauf, sind da Vorzeichen, plus, minus, mal und so weiter. Was ist da vorne los? Und was man dann damit macht, das zeigt hier schon der Dr. Zuse in seiner früheren Maschine, das Ablaufschema für die Behandlung nur der simplen Operation Plus und Minus bei positiven und negativen Operanden, also 8 Fälle treten ja auf. Dann, was passiert bei Überläufen? Was muss ich machen, wenn die Exponenten ungleich sind? Muss ich erstmal verschieben um so und so viele Stellen. Nachher muss ich das wieder korrigieren, muss gucken, was da Sache ist. Und all diese Abläufe, und nach der Operation passiert natürlich Ähnliches wieder, und ich muss schauen auf Unterläufe, auf Überläufe, das heißt kleiner als die kleinste Stelle. Ist das eine Null oder was ist das? Muss ich das melden? Größer als die größte Stelle? Ist das unendlich oder was ist das? Und wenn ich dann schon was oben rausschiebe, ja, was ist dann mit dem Rest? Muss ich den verschrotten oder wenn ich was hinten rausschiebe, die guten nützlichen 8 Stellen sind weg und ich habe dann nur noch so einen kleinen Rest und schiebe dann nach vorne, um normiere auf 0,5, dann sieht das so aus, als wenn da hinten Nullen wäre, oder sind sie gar keine Nullen. Ist ja also Murks, wenn man da nicht aufpasst, und da müssen überall Flex gesetzt werden, auf die man reagieren kann. Dieser Problematik haben sich Leute damit befasst hier in Karlsruhe. Wo habe ich das? Ach, hier in meinem Köfferchen. Wo habe ich ihn stehen? Ach, da, hier im Koffer. Ja. Ganz einfach. Später habe ich hier mit den Karlsruher eine Zeit lang zusammengearbeitet. Professor Kulisch aus Karlsruhe hat das hier geschrieben, sehr deprimiert geschrieben, nachdem er in Rente gegangen oder in Pension gegangen ist. Er hat immer und immer und immer wieder gearbeitet mit allen möglichen Leuten und Firmen zusammen. Und meistens, wenn sie fertig waren hier an der Hochschule, haben Chips entwickelt, haben Algorithmen entwickelt, haben diese ganze Mathematik, dieses Problem mit den vielen Überläufen, Vorzeichen und so weiter, Typen von verschiedenen Charakteristika klassifiziert und entwickelt, genormt. Alles wunderbar, zusammen mit IBM. Und immer wenn sie fertig waren, dann brachten die nächste Generation aus und hatten das alles schon drin. Was er mühsam vorher meinte, dass man das vielleicht gut vermarkten kann. Er wurde immer überholt. Er wurde immer überholt. Ich kann es deprimieren, nicht? Hier hat er dann die Operation Integer, Real, Komplex, Intervall, Chintervall, Revektor, E-Vektor, Rematrix, I-Matrix und so weiter, und das mal dem, das gibt also alles, ganze Tabellen von diesen verschiedenen Operationen, das haben die alles hier in Karlsruhe wunderbar analysiert und ausgearbeitet.
und sind, wie gesagt, ein bisschen sehr spät damit immer gewesen. Das geht einfach offensichtlich nicht an Hochschulen. Ich habe da viel mitgeholfen, aber wie dem auch sei. Hier ist nochmal der erste Rechner, der konnte wirklich nur addieren. Der konnte nicht mal subtrahieren und oder machen. Das brauchte ich, um die Exponenten wegzuschneiden. Ich musste ja nur zum Multiplizieren meinetwegen nur die Mantisse haben oder zum Addieren. Nur die Mantisse, die Exponenten, wurde separat bearbeitet. Um die zu trennen, musste ich natürlich da die auseinanderschneiden können. Durch logische Operation. Die eine habe ich ausgeblendet, in 0 gewandelt oder voll in 1, damit der Überlauf nach vorne hochlaufen kann. Und das kostet natürlich Zeit, wenn ich dann nachher diese anderen Sachen, die dann da eben in der Tafel waren, machen will, dann muss ich da viele einzelne Schritte hintereinander hängen. Das konnte ich verhindern, indem ich bei der nächsten Maschine, da, wo ich vorhin schon gezeigt habe, die 23, habe ich noch mehr Operationen. Da habe ich außer Plus, habe ich das eine minus, eine Register minus das andere, oder das andere minus das eine, oder hier logisch und. Hier ist, also beide Subtraktionen habe ich hier, logisch und, logisch oder. Und dann auch, das führt dazu, dass ich dann schnelle Divisionen machen konnte. Beim Dividieren ziehe ich ab, einfach die größere Zahl, die, von der ich noch nicht weiß, ob es geht. Ja? Und wenn eine Überlauf zeigt, es ging nicht, dann addiere ich das nächste Mal die Hälfte wieder drauf. Das ist dann immer ja nur eine Stelle weiter. Ja? Ich kann also immer sagen, zieh ab, wenn es nicht geht, addiere beim nächsten Mal drauf, aber und so weiter. Und dann kann ich praktisch in einem Schritt immer jede Stelle abarbeiten. Sogenannte verkürzte Division, habt ihr vielleicht in der Schule gelernt, macht ihr dem Pauker vielleicht Spaß, euch das zu zeigen. Und so, das haben wir hier auch gemacht. Und genau das kann man dann bei der Wurzelziehen auch brauchen. Wurzelziehen ist wichtig für diese ganzen winkelbelasteten Funktionen, wie diese Vermessungsgeschichten, die optischen Geschichten, brauchen sie überall die Winkelfunktionen. Und die können sie zum großen Teil durch sowas ersetzen. Die Winkelfunktion, die haben die Knecke, wenn sie dies machen wollen, dann gibt es sogenannte Chebyshev-Polynome. Schon mal von gehört, das sind Reihenentwicklungen. Und da haben sie für die einzelnen Funktionen, gibt es Tabellen, solche, die Konstanten, mit denen sie dann den Wert multiplizieren müssen, addieren, erste Stelle, dann hoch 2, hoch 3, hoch 4 und immer diese einzelnen Funktionen, die hat der Chebyshev mal ausgearbeitet, da gibt es Tabellen, da kann man die nachgucken, bis auf was, wer weiß wie viele Stellen. Das dauert natürlich Zeit, so ein Ding zu entwickeln immer. Ja? Und immer braucht man das aber nicht. Immer braucht man das nicht. Und dazu habe ich, nee, ich habe da hier keine Unterlagen dazu, das erzähle ich Ihnen einfach so, weil es auch hier Karlsruhe mal betroffen hat, als ich bei später, ich bin nach 5 Jahren, habe ich Zuse verlassen, nachdem ich diese ersten Rechner da entwickelt hatte, war dann 4 Jahre bei Philips, habe hier die Branche bereist, alle die noch mechanische Rechner bauten und Lochkartenmaschinen und so weiter, um denen zu sagen, sie müssten mal langsam anfangen mit Elektronik, bis dann Heinz Nixdorf sagte, komm doch zu mir. Er war auch schon ein ganz guter Kunde, er machte so kleine Multiplizierwerke für Bull als Anhängsel an Lochkartenmaschinen. Dann habe ich ihm dann einen Rechner gebaut, der dann auch über Jahre existiert und immer weiter ausgebaut wurde. Ein modulares System, was sich über praktisch über 15 Jahre mindestens gehalten hat. Immer wieder neueste Technik, wurde einfach schneller, schieben schneller und einschieben. Was heute jeder macht, das war damals ganz was Neues. Das gab es überhaupt noch nicht. Nicht? Und mit diesen Dingen hat man dann einen schönen Rechner, Cubic Food, sagen die Amis dazu. Und da war denn die Firma Siemens, die hatte so größere Prozessrechner inzwischen gebaut, den 300er hieß der, glaube ich, der eine. Und die Leute in Karlsruhe, war Karlsruhe Messtechnik, die sagten, wir brauchen was, was kompaktes, kleines, könnt ihr uns nicht liefern. Dann haben wir ihm die geliefert, im speziellen Programm. Und hat ein paar Programmierer habe ich ihm abgegeben, die haben dann seine speziellen Bedürfnisse da gemacht. Und der erste Einsatz war
sämtliche Volkswagen-Reparaturwerkstätten ausrüsten mit so einem Rechner. Was er heute, kommen Sie mit dem Rechner an, ist normal, ne? Aber das war das, die ersten, wo sowas überhaupt gemacht wurde. Und die Rechner, die hießen Siemens 101. Also die habe ich da geliefert und dann hatten die sich mal verstiegen. Sie wollten Meteor, das Forschungsschiff, schon mal gehört, ne? Sicherlich, machen Wetterforschungen und Wind und Wetter und Meeresforschung und sowas. Und auf dem Schiff wollte Siemens Radaranlagen aufbauen. Nicht, was sie denken, da die russischen Flugzeuge verfolgen, sondern Wetterballons verfolgen. Da wurden alle Stunde Wetterballon hochgelassen und der hat dann Luftdruck, Temperatur und sowas gemeldet. Aber durch den Radar wurde der verfolgt, damit man feststellen konnte, wohin weht der Wind und wie schnell, was ist da los, in welcher Höhe. Ne? Und für diese Verfolgung hatten sie dann Winkelgeber da drin in Neugrad. Neugrad heißt nicht 90 Grad, wo man sich in der Schule immer mit rumärgern musste mit den 90, 60, 30 Grad. Ist zwar ganz schön zum Behalten, aber 100 Grad, weil wir nun eben 10 Finger haben, Neugrad sind 100 Grad auf dem rechten Winkel. Und die Minuten sind 100 Minuten auf dem Grad und so weiter. Also ganz nett, ist auch kein Problem, schließe mal an. Und dann kam aber ein schlauer Doktor da vom Förderministerium, die sagten, also das, vergiss es, ja, das könnt ihr doch alles nicht, die schnellen Winkelberechnungen da, wie wollt ihr das machen? Ich sage, wisst ihr was, das ist doch ganz einfach. Ich kriegte ja jetzt 4 Dezimalen, ja, und wenn Sie einen Sinus auf 4 Dezimalen rechnen wollen, dann machen Sie sich eine kleine Tabelle mit 100 Werten, eigentlich, ja, mit 100 Werten. Diese 104-stelligen Werte, das ist ja nicht viel, die bringen mit nichts da unter. Und ich greife dann da rein, hole den Wert, den Winkel, den Sinus- oder Kosinuswert, je nachdem, von wo ich da reingehe in die Tabelle, von oben oder von unten, habe ich ja diese Werte. Ich hole mir den Wert, multipliziere die Minuten mit dem Kosinuswert, interpoliere und schon habe ich schöne lange Sinus- oder Kosinuswert. Mehr braucht man nicht. Und das geht natürlich unheimlich schnell. Ich meine, 2 Dezimalen mit 4 Dezimalen multiplizieren, was ist das schon? Ne? Das macht er dann natürlich mit links, der Rechner. Und so haben wir das ausgetrickst. Der ist Jahre, Jahre sind die damit rumgefahren. Einmal war es für einen Servicemann natürlich ein Erlebnis. Da durfte er dahin, da durfte er nach Südamerika, durfte mal dem Ding da was reparieren. Nicht? Aber das hat wunderbar funktioniert. Und so sieht man, man muss nicht immer das Schlimmste erwarten, sondern kann mit relativ einfachen Dingen die Probleme lösen. Ich glaube, wir sind am Ende. Nicht? Hier war da eine Dreiviertelstunde oder war eine Stunde vorausgesagt? Eine Stunde. Eine Stunde. Ach, wunderbar. Dann weiche ich mal vielleicht, wenn Sie das interessiert, noch mal ein ganz bisschen ab. Als ich beim Heinz Nixdorf war, dann hatte ich mal, auch in Amerika musste ich mal eine Vorlesung halten, komme zurück und sagte, ach, was haben Sie denn den Jungs da erzählt? Ich sage, ja, ich habe Ihnen 2 Dinge erzählt. Erstmal habe ich Ihnen gesagt, die Frugen, kann man denn so einen kleinen Rechner bauen, der dann nützlich ist und macht denn das Sinn? Geht das sowas überhaupt? Ich sage, natürlich geht das, machen wir das schon jahrelang. Und wir haben dann einen sehr guten Austausch gehabt mit von Programmierern, von dort Professoren haben bei uns Seminare gehalten. Wir haben da Leute hingeschickt und es hat sehr gut geklappt. Und ich sage dann, was ihr da machen müsst, ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Elektronikschrott baut. Ja, wieso Elektronikschrott? Ja, ich sage, die Entwicklung ist derartig rasant. Ihr müsst das so machen, wenn was Neues kommt, muss es in der alten Maschine auch laufen. Ja, vernünftige Stecker definieren, dann geht das. Und dann sage ich, ihr müsst darauf achten, was die Maschinen können soll. Nicht irgendeine Funktion nur ersetzen. Das war hier hauptsächlich, als ich hier Deutschland bereist habe, jeder wollte dann seine mechanischen Funktionen in elektrische Funktionen umsetzen. Und es war natürlich ganz einleuchtend, wenn ich zum Beispiel zu
Anker, Firma Anker Registrierkasten kam, die macht auch Buchungsmaschinen und so weiter. Da musste ich erstmal antichambrieren in so einem Marmorfoyer und dann durfte ich nicht ins Labor, da musste ich erstmal zum Chefeinkäufer. Und der Chefeinkäufer sagte, sagen Sie mal, das ist doch alles Quatsch, was ihr da wollt, nicht? Was unsere Jungs da im Labor wollen, das ist doch alles Unsinn. Schauen Sie mal hier, ich habe hier ein Zahnrädchen, ne? Das hat 10 Zähne. Da kann ich mit 10, bis 10 zählen. Und wenn Sie mir da so eine Dekade hinstellen mit so 4 Röhren und ganz vielen Sachen drin und sagen, das soll 100 Mark kosten, das passt doch gar nicht. Dieses Ding hier, das kriege ich für 10 Pfennig da gestanzt in der Werkstatt oder noch weniger. Ne? Und dann brachte er noch ein Rädchen, da waren dann 10 Ziffern drauf, wie bei jeder Anzeige, das so Gasometer oder so. Ne? Da gucken wir hier, das sind 10 bis 10 bis zählt und zeigt an. Und sie haben da so eine Dings da mit so Nixis. Kennt einer die noch, nicht? Da mit diesen Gasentladungsziffern drin. Ja, mit der ganzen Ansteuerung, was das kostet. Das ist doch Wahnsinn. Das kann nie gehen. Ja. Und so haben sich die Leute da selbst blockiert. Ne? Und dann die Einkäufer sowieso. Das waren ja die großen Herren da. Ne? Aber da musste man halt sich drüber hinwegsetzen. Ja, das so ist es, nicht? Das ist das Schlimme, nicht? Und insofern sagt dann, ja, was haben Sie den Jungs dann erzählt? Ja, ich sage, passen auf, ich habe Ihnen erstmal gesagt, vor 5000 Jahren, bis dahin, haben die Leute nur mündlich ihre Erfahrung tradiert. Oder auch nicht. Ja? Dann, ja, dann wurde schon mal geschrieben, die ganz Reichen, wenn Sie nach Ephesus gehen, haben Sie da diese steinerne Bibliothek. Da gab es vielleicht nachher 3 in Deutschland später. Dann hat man den Film da gesehen, wo die dann sich vergiftet haben, weil sie immer die Farbe abgeleckt haben am Pinsel. Nicht? Da könnt ihr die, im Namen der Rose. Ja, so. Nicht? Da gab es also die großen Skriptorien. Da wurde das Wissen vervielfältigt und abgestellt. Aber anfangen konnten nur die paar, die das lesen konnten, die dann auch wirklich da was mit angefangen haben. Ja? Es wurde ja nicht wirksam, es wurde nur gespeichert und weitergegeben. Und vor 500 Jahren ging das weiter. Da konnte man plötzlich drucken im großen Stil. Jeder konnte lesen. Und die Bibliotheken wurden größer und entstanden überall. Also ein großer Fortschritt. Und ich sagte dann, vor 50 Jahren, da fing es an, dass man die Daten hat arbeiten lassen. Nachdem sie also jetzt einmal gedacht waren, tut der Computer das immer wieder. Ja? Er tut es, ohne dass einer was dazu tut noch. Ja? Einmal erarbeitet und die Welt kann von profitieren. Die ganze Welt kann von profitieren. Und dann damals sagte ich ja noch, und vor 5 Jahren hat sich das nochmal geändert. Da konnte man die Schaltungen drucken und vervielfältigen die kleinen Chips. Ja? Inzwischen ist es auch schon wieder bald 50 Jahre her, nicht ganz. Aber damals passte das so, nicht? Und diese Idee, dass man so die Menschheit da weiterverfolgt, das hat der Zuse dann auch in seinem HNF-Museum dann sozusagen wiedergespiegelt in einer Etage. Aber unabhängig davon sage ich, das alleine reicht ja nicht, sondern wir müssen etwas machen, dass der Rechner selbsttätig wird. Der Rechner muss selber was machen. Einmal bringen wir ihm das bei und der Rest macht er von alleine. Wir müssen es ihm natürlich beibringen, wie er lernt und wie er was macht. Selbstoptimierung. Das erste schon bei den Z22-Rechnern, fragt mich die Mathematiker, was machen wir denn nun? Wir haben jetzt hier schrittweise Integration. Ja, man kann ja nicht alle Formeln, gibt es ja nicht geschlossene Formeln, sondern man muss sich da rantasten. Und wie machen wir das? Wie mache ich denn die Schrittweite? Ich sage ganz einfach, wir machen ein Kriterium. Wenn die Verbesserung größer ist als die letzte Stelle, wesentlich größer ist, dann müssen wir die Schrittweite kleiner machen. Und wenn sich nichts tut, dann müssen wir die Schrittweise größer machen. Ganz einfaches Kriterium. Ne? Das heißt, Rung und Kutter nennt sich dieses Verfahren schrittweise Integration. Simpsonsche Regel ist die Vorläufer, davon hat jeder vielleicht in der Schule schon mal gehört, wenn man dann übergeht zur Integralrechnung. Das war der erste.
Dann hatten wir ein Problem in Dortmund, mit denen haben wir gut zusammengearbeitet mit der Hochschule, nachdem es da eine gab. Früher gab es, sagte ich ja, gab es nur in Aachen eine. Die hatten ein ganz tolles Halbleiterlabor. Mit denen haben wir sehr gut kooperiert und dann mit den Amerikanern auch. Und haben den Amis erstmal gezeigt, wie man Ausbeute macht im Halbleiterprozess. Die hatten nur meistens 90% Ausschluss, waren froh, dass sie 10% Gute rauskriegten. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen heute mehr. Und wir haben dann uns von denen Muster machen lassen, Musterzellen, haben die Musterzellen vermessen dann in Dortmund, haben die Programme dann geändert, auf neu alles ausgerechnet, die Masken rübergebracht und plötzlich kriegten die so Augen, 90% Ausbeute. Was ist das denn? Haben wir noch nie gesehen. Nicht? Also es war schon ganz, ganz spannend immer. Aber jetzt brauchte ich Spezialtransistoren, 100-Volt-Transistoren für ganz kleine Leistungen eigentlich. Das heißt, entweder für starke induktive Last oder für kapazitive Last. Diese Halbleiter haben es in sich, wenn sie die abschalten dann, und haben eine induktive Last, dann drückt die Last einen Strom dadurch, obwohl sie abschalten und dadurch wird der Schaltkanal immer kleiner, kleiner, kleiner und die Last geht dadurch und verbrennt. Oder wenn Sie kapazitive Last haben, dann ist es umgekehrt beim Aufmachen, gibt es dann, der ist noch nicht ganz auf, schon fängt der Strom an zu rauschen, da ist praktisch kein Widerstand dahinter und das macht die Dinger kaputt. Dann haben sie das gerechnet da, Dr. Zimmermann hat das ausgerechnet und sagt, das geht nicht, das geht nicht, geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Bei unserer Rechnerei kommen wir dauernd auf Polstellen in den Funktionen. Polstellen, das heißt, die Funktion wird unendlich und man kann nicht richtig nichts mitmachen. Ja, dann habe ich ihn auf die schlaue Idee gebracht, dreh doch immer, mach ein Kriterium, wenn die Steigung so über 45 Grad geht, dann geht es ja auf die Polstelle vielleicht zu, dann schaltest du auf die inverse Funktion. Und eines als Kamera sagt, das geht wirklich. Ja? Denn durch eine Nullstelle kann ich ja integrieren, da passiert gar nichts. Ne? Aber so muss man da drauf kommen und dann macht die Maschine das von alleine nachher. Wenn ich das ihr einmal gesagt habe, wenn das größer wird, dann schaltest du einfach um, ne? Fertig. Und wieder zurück. Und dann habe ich eigentlich, müsste ich hier unten, wollte ich eigentlich erstmal assoziatives Lernen, neuronale Netze. Die Amis haben viel gemacht schon über neuronale Netze und alle denken dann immer, ach, wie ist das mit dem Gehirn? Und ach, furchtbar, nicht? Die Philosophen fangen dann an und machen sich da Gedanken da. Es nutzt nichts. Ja, nicht? Und hier hat ein Professor dann aus Paderborn, der hat dann gesagt, ja, wir müssen sowas machen, ich brauche Klassifizierer. Klassifizierer ist das A und O, alles Mögliche, was ich mache, ich will Qualität, ich will sagen, groß, klein, dick, dünn, zu langsam, zu schnell, Kurzschluss und so weiter. Oder jeder Doktor hatte so ein Tonband, da waren Herztöne drauf. Wenn er ein Mikro drauf hält, dann hört er kluck, kluck. Und diese Töne, die hat er dann alle zerlegt und sagt, dann gibt es Kriterien. Der sagt, der hat dann dieses und das und das und das, zu schnell, zu langsam, Vorhofflimmern, Klapper, die Klappen arbeiten nicht und so weiter. Das kann man alles ja hören. Und er hat ein mathematisches Modell gemacht. Jede solche charakteristische, was in der einzelnen Zeit, ganz feinen Zeitscheibe los war, das hat er als Vektor bezeichnet und hat gesagt, wo der hin zeigt, da mache ich eine kleine Ellipsoid im n-dimensionalen Raum gedacht. Nicht? Und wenn diese Ellipsoide, die werden mit der Zeit immer größer, weil es ja Abweichungen gibt. Nicht? Es gibt dann 10 Sorten Herz und mal läuft das ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und da kann er diese einzelnen Eigenschaften, die Klassen, bringt er in solche n-dimensionale Räume. Oder er kann dann auch Nebenräume, die kann er dann verbinden. Und dadurch einmal der Maschine das beigebracht, so einen ganz abstrakten Algorithmus. Ja? Und sie lassen das Tonband laufen und er ist so schlau wie der schlauste Doktor, der das gelernt hat mit dem Tonband. Ganz einfach. Und wenn was Neues dazukommt, dann definiert er vielleicht eine neue Klasse und schon geht das. Und das Gleiche hat er dann eingesetzt auch
für Motörchen zu prüfen in so einer großen Motorenfabrik, die ganz kleinen Motörchen machen. Ja, die machen da jede Sekunde einen Motor, kommt da hinten am Band raus. Nicht? Wicklung, Lager, Kollektoren, Magnet, Anker, Schleifen, alle möglichen Fehler. Und da gibt es Leute, die haben ein Hörrohr, die horchen ab. Was ist denn mit dem Ding los? Und haben dann so Oszillogramme, schleift der oder hat der kaputten Kollektor oder was? Nicht, also klassifizieren nach Fehlern. Macht die Maschine mit demselben Programm, dasselbe Programm, schicke ich einmal durch und sage, da ist der kaputt, der hat das, der hat das, der hat das. Gib ihm die verschiedenen Fehlertypen vor und dann kann er das. Der macht jede Sekunde einen, wie der schlauste Meister, eine Prüfung von so einem Motor. Also die Information arbeitet selbstständig einmal, das System festgelegt, arbeitet von ganz alleine. Und noch tollere Erfolge hat danach der Professor Hahn gehabt mit seinem Team. Da haben Leute promoviert über das Sintern von Polyethylenstoffen. Sagen wir mal, es gibt solche Wärmedämmblöcke oder eben diese Kaffeetassen, die immer auslaufen. Ja? Kennen Sie noch, da, wo man sich nicht die Finger verbrennt, aber diese Schaumstoffdinger da. Ne? Sowas. Und wie man das macht, das ist ein ganz komplizierter Prozess, weil die Rohstoffe sich ändern, die Rohstoffe unterschiedlich sind, wenn sie kommen. Der Dampfdruck stimmt nicht immer, die Kühlung stimmt nicht immer und so weiter. Der große Apparat, auf dem das gemacht wird, der hat ganz viele Einstellparameter, Zeiten, Temperaturen und so weiter. Und da hat einer promoviert über das, wie muss ich das einstellen, der wäre so ein Betriebsleiter, hätte der dann ausbilden können. Dann haben sie gesagt, wir müssten das auch mit Evolutionsstrategie selbsttätig machen können. Haben so ein Programm geschrieben und siehe da, da wird das so gemacht, die Einstellungen werden genommen. Das Einzige, was ich hintermachen muss, gut, schlecht. Ja? Gut, schlecht. Wenn er gut, also dann wird dieser Einstellsatz halbiert, Mann und Frau, zweimal, ja, so. Und schlecht, weg, gut, dazu, werden immer wieder zwei gute Hälften, züchten sich die dann weiter, ne? Und damit man nicht zu weit aus der, so eine Art Inzucht macht, werden die Einzelnen so, wie wir sagen, durch Höhenstrahlen werden so kleine Genomänderungen eingebaut. Ne? Richtig so dem nachgeahmt. Ja? Und diese Genomänderungen werden erst breit gemacht, breit gestreut, damit man, wenn man Lösungen findet in einem, sagen wir mal, einem System, wenn man sich das mal vorstellt als eine Fläche, und auf der Fläche die guten Lösungen sind Gebirge. Ja? Und diese Gebirge werden erstmal breit, weil ich breit die Variation mache. Wenn ich nicht aufpasse, lande ich zwar auf einem hohen Pin, aber es ist vielleicht nicht der höchste. Ich lande nicht auf dem besten. Und es kann auch sein, dass wenn jetzt Abweichungen der anderen Toleranzen sind, dann kippt der zusammen wie so die übergezüchteten Lipizzaner oder sowas. Ne? Gibt es dann Zusammenbrüche von der Population. Das wurde hier verhindert, dadurch, dass wir erst breit anfingen und dann nach und nach verengt haben, die Variationsbreite von den Parametern. Und immer so nach Glockenkurve. Ne? Glockenkurve, eine breiter und eine kleiner. Das macht die Maschine nachher ganz von alleine. Das ist einmal das Programm und siehe da, extrem schnell fährt die aufs Optimum zu, die Maschine. Extrem schnell. Und dann haben wir gesagt, das musste auch noch für was anderes gehen. Dann hat er Schweißtechnik, das ist das Institut für Verbindungstechnik oder Fügetechnik nennt sich das, Schweißverbindungen. Jeder Schweißschuss, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, Einstellung der Strom, Spannung, Zeit, Druck und so weiter. Immer wieder variiert und siehe da, der konnte hinterher schweißen, wie der beste Schweißer das nicht einstellen können. Ne? Und der Drift, der vielleicht in der Anlage ist, weil es sich langsam erwärmt, oder weil mal wieder eine neue Charge im Material kommt, da läuft er hinterher. Da braucht sich keiner drum kümmern. Das geht von alleine mit so einem System. Und dann habe ich gesagt,
jetzt machen wir den nächsten Schritt. Habe ich den Dr. Brockmann angesprochen und gesagt, was wir jetzt brauchen, ist ein kontinuierlicher Regelprozess, der hiermit optimiert wird, obwohl wir die Funktionen gar nicht kennen. Ja? Das hat er dann gemacht an einem Bioreaktor. Die Kurven, die da rauskommen, wenn der Futter reinstreut, der hatte konkurrierende Systeme, die je nachdem, wer nun das kriegt, das Futter, und wie viel die sich mit ihren Exkrementen gegenseitig vergiften und das Futter wegnehmen und so weiter, wie schnell die sich vervielfältigen, das sind komplizierte Wachstumsfunktionen, also E hoch X, E hoch minus X, weiß nicht, ob ihr in der Schule das gehabt habt, diese Funktionen sind regeltechnisch so gut wie gar nicht in den Griff zu kriegen. Mit diesem System hat er Bombenergebnisse. Also sowas hat es noch nie gegeben vorher. Ne? Das heißt, die Maschinen einmal schlau gemacht, stürzen die sich über so ein entsprechend passendes Problem und lösen das einfach. Nicht? Und das finde ich, das ist der große Fortschritt. Nicht? Abgesehen von den vielen anderen, was das jeder hier noch sein Handy in der Tasche hat, da könnte ich natürlich noch ein paar Stunden drüber reden, nicht? Über die Dinge, was wir da alles gemacht haben. Aber es gibt immer wieder Leute, die das nicht ganz verstehen. Oh Gott, ich habe ja überzogen stark. Aber ihr seid alle noch so still. Da bin ich ja schon zufrieden. Es gibt immer wieder Leute, auch die meinen, sie wissen alles, ja. Aber ich kam da mit den Entwicklungen, die ich da bei Nixdorf gemacht habe, da hatte ich dann einen super Konzentrator gebaut. Ich weiß, hier im Haus steht so ein ganz tolles Ding darum. Aber so der erste Vorläufer, den es da überhaupt, den gab es ja alles noch nicht, das war noch gar nicht erdacht. Da hat der Vertriebschef gesagt, wir verkaufen Computer, aber doch keine Telefone. Ja, kann man sich das vorstellen? Heute ist das völlig doch undenkbar, absolut undenkbar. Ohne Leitung, er hat hier seinen Computer, aber hat er immer gleich eine Leitung. Ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt ist ja das sogar alles in der Luft, die ganze Nachricht. Ne? Sie ziehen ihr Handy da raus und schon spielen sie da rum. Also, es hat sich vieles getan und ich denke, das meiste war schon doch positiv. Nicht? Von dem, was da geschaffen worden ist mit dem Schweiß der Edlen. Und so hat eben der Dr. Zuse da doch einen erheblichen Anteil dran, einen Anstoß gegeben, um diese ganze Entwicklung fortzutreiben. Und ich hatte auch in meiner Ankündigung gesagt, ein bisschen Übernormung müsste man noch sagen. Es war so, dass jeder Verein meinte, jede Firma meinte, sie macht ihr eigenes Süppchen, dann kann der andere nicht so schnell sich da rein. Nicht? Er hatte eine Firma an der Hand, das war seine und da konnte er da nicht weg. Nicht? Aber ich habe dann in den Normungsgremien gesagt, das Erste, was ihr haben müsst, ist eine Minimum-Datenaustauschsprache und eine Minimum-Zahlendarstellung, Vereinbarung. Sonst könnt ihr nichts machen. Und dann wurde jedes kleine Schritt, jedes Peripheriegerät, und überall wurde dann genormt, alles möglich. Ihr sagt, jedes Peripheriegerät muss seine solche Kennung drauf haben, die jeder lesen kann. Und wenn du das liest, dann sage ich, ach, das ist ein 8-Gigabit-Speicher oder das ist das oder das ist das. Das gab's alles nicht, weil jeder meinte, er muss sein Süppchen kochen. Und softwaremäßig ist das ja genauso und heute spielt sich ja da auch vieles im Background ab. Nicht? Habe ich das System oder das System und verträgt sich das. Aber Gott sei Dank sind doch viele Dinge, die so einheitlich sind, dass jeder mit jedem kann inzwischen. Nicht? Okay. Das war das mal. Okay.